Nur hier wieder höher schalten. Ich fühle mich jetzt auch mal wieder lauter. Bei Final Fantasy 3 ist es nämlich immer so, dass es zu laut ist und hier ist es zu leise. Ich könnte es auch an der Soundkarte da hinten noch lauter machen, aber dann müsste ich mich schon wieder bewegen. Freue mich, wenn ich echt irgendwann mal ein Mischpult habe. Dann spare ich mir so viele Kleinigkeiten hier. Ach so. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten beim letzten Mal wieder in den Sumpf. Wenn ich recht entsinne. Tief hinein in die Sümpfe. Zusammen. Ah ja, hier waren wir. Quest. Wir sollten man auch vernichten. Ich bin, dass von einem Vampir gebissen wurde. Ach! Ah, an die Quest erinnere ich mich ja. Oh, das war deutlich. Das scheint dürftig zu sein. Der Al-Ghul-Vertrag, das müssen wir alles noch machen. Das sind die ganzen Verträge. Der Spur folgen. Ich soll Angus im Elendsviertel auf Suche nach seinen Lieferanten ausfragen. Ich habe den zweiten Sensor aufgestellt. Jetzt fehlt noch einer. Ich muss mit Vasco über die Salamandra sprechen. Stimmt, und genau das wollten wir jetzt, meine ich, tun. Hallo, Herr Fährmann. Die habe ich ja nicht schon so Geld Transport gegeben, ne? bringt mir die Zeit. So viel Geld, wie ich dem schon in den Rachen geschoben habe, der Kannst müsste du uns eigentlich schon kostenlos wie rüberbringen. oft? Beziehungsweise eigentlich schon eine Villa haben. Wir sind ja eigentlich nur noch da drüben. Nur am Hin- und Herfahren hier. Raus. Höhle. Herr, braucht ihr ein Boot? Carmen, was sitzen wir denn hier? Kein Bordell zu führen. Ich musste herkommen. Was ist los? Ich kann's nicht sagen. Ihr seht bekümmert und verängstigt aus. Vielleicht kann ich helfen, aber ihr müsst mir schon sagen, was los ist. Mein Mann, er ist krank. Ich muss ihm helfen, bevor es zu spät ist. Er ist ein Werwolf. Ich fürchte, dass man ihn tötet. Einen Werwolf tötet man nicht so leicht. Und Hexer töten auch nicht jedes Ungeheuer. Wann immer möglich, heben wir Flüche und Zauber auf. Wie wolltet ihr eurem Freund helfen? Die dicke Sophie meinte, dass die Droiden vielleicht einen Trank haben, den ich kaufen könnte. Gut möglich. Hexer? Der Sumpf ist zu gefährlich. Ich werde die Droiden nach einer Medizin für euch fragen. Hab Dank. Ich warte daheim, in dem Gebäude gegenüber der Taverne im Elendsviertel. Ja, ich weiß, wo du immer bist. Wer möchte übersetzen? Nein, ich gerade nicht. Die nette Dame da hinten möchte. So. Wo war Vaskas Haus nochmal? Irgendwo hier in dem Dorf. Die Frage ist erstmal noch. Glaub, da hinten ist sie. Gut, wir brauchen also gar nicht ihr Haus. Sie steht schon davor. Lächeln, Mütterchen. Seid gegrüßt. Vieles hat sich verändert. Stadtvolk hat unseren Sumpf überrannt. Wer sind diese Fremden? Trockene. Wie schrecklich. Sie vertrieben die Holzfäller. Viele wurden ermordet. Sie verschleppen unsere Familien. Die Wassergötter sind erzürnt. Nur die Droiden wagen es noch, im Heim zu bleiben. Geschah sonst noch etwas während meiner Abwesenheit? Ein großer Kampf tobte zwischen einem Mann mit feuriger Seele und einem Elfenfürsten. Wer hat gewonnen? Unsere Götter obsiegten. Gepriesen seien sie. Kann ich euch etwas fragen? Was? Ich hörte, ihr habt Probleme. Wie der Ertrunkene? Ja. Aber wir haben ein anderes Problem. Sprecht, Vaska. Banditen mit Salamanderabzeichen zwingen meine Leute, Kräuter zu sammeln. Das ist äußerst interessant.
Sie teilen unsere Leute in Gruppen ein. Bewaffnete Wachen beobachten sie. Wo sind sie? Eine Gruppe sah ich beim eingestürzten Turm. Bitte helft ihnen. Ich werde euch belohnen. Ihr Boss, Roland Bleinheim, ist ein böser Mann. Tötet ihn. Genau das werde ich tun. Ich habe eben nochmal was gegessen. Es bot sich gerade so an, bevor es ganz kalt ist. Ja. Ein wunderbarer Wolkenbruch. Wunderbar. Wie kann man sich bitte über so einen Wolkenbruch freuen? Vor allem im Sumpf. Die Gorgo finden wir, glaube ich, dann wieder in den Kloaken. Blätter auf dem Friedhof, Gula auf dem Friedhof, die auf dem Friedhof, die finden wir in der Stadt. Die müssten hier eigentlich sein. Die Archespora. Das gefällt mir. So. Dann einmal nach da hinten, oder wie? Ein wunderbarer Wolkenbruch. Wunderbar. Gut. Ein wunderbarer Wolkenbruch. Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt auch gleichzeitig hier die komischen Viecher finden. Weil von diesen Rankendingern habe ich ja relativ wenig gefunden bisher. Mir schon ein bisschen komisch vorkommt. Denn eigentlich findet man die hier zuhauf. Da sind auch so Kikimoren. Aber große. Große Kikimoren. Krieger. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt erschafft drauf bin, aber... Waren es nicht auch diese Kikimoren, gegen die man in der Serie da gekämpft? Also, wo er da direkt am Anfang in der Serie gekämpft hatte? Ich glaube. Weißt du das? Hat dir das schon mal jemand gesagt? So. Okay, die großen kann ich nicht. Platt machen, also nicht ausnehmen. So. Laut der Karte. Geht da nicht noch ein Weg ab? Habe ich den einfach mal verpasst? Ah, hier vorne sollte es eigentlich weitergehen. Tut es aber nicht, okay. Gut. Dann nicht. Dann gehen wir halt wieder weiter. Gehen wir halt hier lang. Können wir
hier lang? Ja, sieht danach aus. So. Sie sollte auch schon den richtigen Kampfstil wählen. Und ist wieder eine Kikimora. Okay, ganz entkommen sind wir diesmal nicht. Seid ihr ekelhaft. Was brauchen wir denn von euch? Ah, die Klauen, aber da wir von denen noch nichts gelernt haben. Das noch nicht, ne? Da vorne sind sie. Ah, okay, da kommen wir so nicht lang. Also den langen Weg drumherum nehmen. Da vorne. Hallo, Salamandra. Ah doch, jetzt sind ja so viele da um mich herum. Ich lass euch kriegen. Nein, ich glaube nicht. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Bist du dir da so sicher? So. Sollte mit dem befreiten Ziegelbrennern sprechen. Genau zur rechten Zeit. Geht nach Hause. Möget ihr nie von einer Dürre geplagt werden. Was wisst ihr über die Salamandra? Sie haben uns gezwungen, Kräuter zu sammeln, um Fister herzustellen. Eine Gruppe versteckt sich in der Höhle beim alten Holzschlaggebiet. Die Salamandra haben ihre Finger im Drogenhandel? Danke. Geht jetzt nach Hause. Okay. Gut, Salamanderabzeichen brauchen wir ja eh nicht. Nehmen wir jetzt genug von haben. Ah, okay, und das haben wir bereits gelesen. Das ist auch nicht wichtig. So, und jetzt zu der einen Höhle. Das ist schon ein bisschen weiter nach da hinten hin. So, hier ist der Golem-Totenacker. Liegt noch eine Leiche. Und da vorne ist dann, glaube ich, meine ich, die Höhle. In der waren wir ja auch schon mal drin. Da haben wir, glaube ich, Jilden gekriegt. Aber, nee, Axi, was, warte, was war das denn? Quen. Quinn haben wir da bekommen. Jetzt auch in die Richtung. Ich dachte eben, da wäre noch eine Kikimora, aber... scheinbar nicht. Scheinbar war da doch keine Kikimora. Hier ist ein Leichnam.
Nein, ich möchte gerne speichern. Dann bitte einmal hinein. Hinein. Wir gehen hinein. Hilfe! Das spiele ich nicht. Warte mal. Haben wir einmal Katze. Katze. Ich lass euch quieken! Dann haben wir auch die befreit. Wir sind gerettet. Endlich. Euch müssen die Götter geschickt haben. Nicht ganz. Ich bin von allein gekommen. Ihr seid frei. Habt ihr das gehört, Leute? Wir gehen nach Hause. Bevor ihr geht, erzählt mir, was ihr über die Salamandra wisst. Die haben uns in einem Lager eingepfercht. Eine Gruppe könnte im alten Holzschlaggebiet sein. Danke. Okay, dann nur noch die letzte Gruppe finden. Oh, wir sind reich. So, mehr ist hier aber, glaube ich, nicht drin. Gesegnet sei der Sendbote der Tiefe, denn wer stünde über den Göttern? Niemand. So, wir haben dann also auch nochmal neue Punkte zum Verteilen bekommen. Dann machen wir das doch direkt mal. So. Nehmen wir auch mal. Ja, komm, machen wir das hier. Und bitte einmal bis zum nächsten Morgen. Dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen mehr Zeit. Eigentlich waren hier früher immer so komische Ranken. Warum es jetzt nicht mehr ist, weiß ich nicht. Die Rankenwesen habe ich vorher so oft gehabt. Jedem Spieldurchlauf sind sie vom Erdboden verschluckt. Wenn man es mal so sagen will. So, da hinten sind die letzte Gruppe. Wasser. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Oh nö, eigentlich nicht. Eigentlich freue ich mich darüber. Ihr braucht nicht um Hilfe schreien. So Leute, ihr seid frei. Den Göttern sei Dank. Ihr seid frei. Wir möchten euch gern belohnen. Was treiben die Salamandra denn im Sumpf? Ihr Stützpunkt liegt im ehemaligen Lager der Anderlinge. Ihr bräuchtet eine Armee, um sie zu vertreiben. Danke.
Ich werd's mir merken. Okay, ich sollte mit den beiden befreiten Ziegebrennern reden, ja. Okay. Erstmal nehmen wir das ganze Büschelkraut mit. Hier sind auch noch ein paar Überreste. Nein. So, und jetzt wieder zurück zu Vaska, nehme ich an. Ja. Gut. Laufen wir einfach mal querfeld ein und hoffen, dass wir hier was finden. Hier ist auch nochmal eine Holztruhe. Dass ich fast nichts mitnehmen kann. Es ist mir hier auf jeden Fall zu ruhig im Sumpf. Viel zu ruhig. Ich wollte gerade sagen, auch kommt das Viech endlich, was ich suche. Aber leider wurde ich wieder einmal enttäuscht. Nur noch du. Auf die anderen haben wir bereits vernichtet. Darf ich. Okay, ich darf nicht an deine Überreste ran. Aber an eure darf ich ran. Was geil, ich komme. Eile zu dir. So. Steht sie immer noch draußen, oder? Ja. Was? Ich habe alle Ziegelbrenner befreit. Sie haben die bösen Taten der Salamandra bestätigt. Ich danke euch für eure Tapferkeit. Wenn ihr die Banditen vernichten wollt, sucht den Hierophanten im Hain auf. Die Droiden beobachten die Salamander. Das werde ich tun. Ich weiß, wie man euch am besten entlohnen kann. Hm? Ich gebe euch den Segen der Wassergötter. Ihr dürft in den heiligen Wassern des Sumpfes baden und frohlocken. Ich fühle mich wahrlich geehrt, denn wer ist größer als die Wassergötter? Also im Sumpf möchte ich jetzt nicht unbedingt baden. So. Kann ich mit dir mal irgendwo was handeln? Ja, Alkohol will ich eigentlich nicht verkaufen. Wir verkaufen jetzt hier mal die Blaubeeren. Also das Essen ist tatsächlich so unnötig dieses Mal. Habe ich bisher nicht einmal wirklich gebraucht. Klar, mal ist das Ganze in Ordnung. Aber meistens nervt es nur. Hirschgeist-Tinktur, haben wir davon was? Chimärischer Brand. Davon haben wir auf jeden Fall was. Davon auch. Können wir auch mal mitnehmen. So, das heißt, jetzt sollen wir noch mal zu den zu den Druiden im Hain.
Okay. Dann also zu den Druiden. Da läuft wieder die Riesen-Kikimore lang. Lassen wir jetzt aber mal ausnahmsweise Kikimore sein. Das sind nur Ertrunkene. Auf dieser Insel können wir noch mal eine Schnitzeljagd veranstalten. Dadurch stirbt Jan auch. So. Und wieder jede Menge toter Viecher. Okay, da in die Richtung. Rechts ist schon wieder der Golem-Totenacker. Da vorne ist der Hain. Und da läuft ein Wölfchen lang. In Wetstraed. Jurufant, hallo. Willkommen. Seid gegrüßt. Spielen mir meine Augen einen Streich? Seid ihr Geralt, der berühmte Weiße Wolf? Der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Unser Freund Maussack hat mir von euch erzählt. Ich habe mein Gedächtnis verloren und erinnere mich nicht an Maussack. Ein Jammer. Womöglich kann ich helfen, wenn ihr ein paar Jahre bleibt. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Ja, Weißer Wolf. Okay. Ich komme wegen einer Frau, deren Liebster sich nachts in einen Werwolf verwandelt. Sie sucht nach einem Heilmittel. Ihr seid ein Hexer. Ihr müsstet doch wissen, wie man Lykanthropie behandelt. Einst mag ich es gewusst haben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kenne mehrere Heilmittel für Lykanthropie, aber ich habe noch nie selbst eines ausprobiert. Und ein magisches Heilmittel? Ein Elixier? Ich weiß nicht, wie man ein solches zubereitet. Ihr solltet einen erfahrenen Alchemisten fragen. Aber ich habe gehört, dass ein Hemd aus Hundspetersilie helfen kann. Wirklich? Ja. Sammelt 5 Blätter Hundspetersilie und sagt dem Weib, sie soll ein Hemd daraus weben. Und dann soll ihr Liebster darin schlafen. Danke für den Rat. Es gäbe da ein volkstümliches Heilmittel. Es ist mir etwas peinlich, unheimlich, aber so ohne zu blinzeln. Man sagt, dass wahre, bedingungslose Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Auch daran werde ich denken. Vergesst nicht, Lykanthropie ist eine Krankheit, die immer schlimmer wird. Bevor ihr den Fluch aufhebt, müsst ihr euch vergewissern, dass der Werwolf im Herzen noch ein Mensch ist. Warum? Wenn nicht, tötet er auch nach der Heilung weiter und bleibt nichts mehr als ein Ungeheuer. Verstehe. Ich werde versuchen, die Identität des Werwolfs herauszufinden. Ja, Weißer Wolf? Gut. Seid gegrüßt, ehrenwerter Hierophant. Vaska sagte mir,
Ihr könntet mir vielleicht gegen die Banditen mit den Salamanderabzeichen helfen. Willkommen, weißer Wolf. Ich weiß, was euch herführt. Ich habe es vom Wind gehört und durch die Augen von Tieren gesehen. Natürlich. Ihr wisst, ihr kämpft gegen die Salamandra. Natürlich hat er das und gesehen. Und habt viele vor ihren Experimenten gerettet. Ihr geheimer Stützpunkt wird streng bewacht. Da kommt selbst jemand wie ihr nicht rein. Könnt ihr helfen? Vielleicht. Ihr Anführer will, dass wir die Magie der Natur für seine Zwecke einsetzen. Ich werde ein Treffen vorschlagen, bei dem wir gleiche Chancen haben. Was kann ich tun? Bringt mir einen Psilocybin-Pilz. Was? Die wachsen in einer von Gorgonen bewachten Höhle. Was? Daraus werde ich einen Trank brauen, der die Salamander verleitet, sich mit uns zu treffen. Wenn wir den Anführer der Salamander treffen, werde ich euch im Kampf unterstützen. Natürlich werdet ihr das. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo diese Höhle ist, wäre das so viel schöner. Und warum brauchen wir diese Art Pilze? Die Salamander wollen eine stärkere Version ihrer Droge. Dafür benötige ich Psilocybin. Sie geben einfach keine Ruhe. Wenn ich ihnen eine Probe schicke, dürften sie keinen Verdacht schöpfen. Wir haben gemeinsame Freunde? Könnte man sagen. Maussack, mein alter Partner beim Pokerspiel, hat euch erlebt. Unsere letzte Begegnung ist lange her. Ich spiele. Also könnten wir irgendwann mal ein Spielchen machen. Wir könnten wirklich eine Runde spielen. Es heißt, ihr seid klug. Mal sehen. Geht das schon wieder los? Okay. Jetzt steh doch nochmal auf, bitte. Bitte einmal mit dir Poker spielen, ja? So, dann spielen wir doch einmal eine Runde. Ich habe gerade seine Würfel gesucht, aber... Gut, erhöhen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wir brauchen beide Vieren. Ich würde gerade Gassi gehen, wir sind nicht mehr vom Grundstück gekommen. Warum plötzlich 600? Okay. Etwa nicht gut? So. Warum hat er immer das gleiche, was ich auch habe? Nee. Komm schon, warum denn nicht? Ich habe mich schon gewundert, warum ich oben kein Getrappel höre. Verliere ich doch wieder. Der ist gut. Der alte Mann. Ja toll, jetzt habe ich auch zwei Paare. Okay, komm, wir spielen aber nochmal. Ich will gewinnen. Komm, wir machen sogar mal einen ganz hohen Einsatz. Gut, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus.
Können doch versuchen, eine Straße zu kriegen. Was passiert eigentlich, wenn ich passe? Ah, okay, das passiert, wenn ich passe. Okay, okay, okay. Ich wollte es nochmal ausprobiert haben. Das ist gut. Wir haben 3 gleiche. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Nächste Runde. Mit den 4 sieht schon mal gut aus. Gut, diesmal habe ich aber viel Geld verloren. Gut, das eine Mal hätte aber auch nicht sein müssen. Dadurch, dass ich ja rausgegangen bin. Ich wollte einfach nochmal probieren, was passiert, wenn ich passe. Gut, wir haben schon mal gewonnen. Gut, 3 haben wir schon mal. Er auch. Das ist aber nicht gut. Komm schon, nein. So, und er macht's jetzt. Jo, wir haben gewonnen. Ich werde einen weiteren Profi suchen. Ah, Jevon ist auch wieder hier. Oder Jevon. So, ich werde nochmal eine ganz kurze Pause machen. Und bin dann gleich wieder da. So, einmal ganz kurz drüber. 2 Jahre.